Vor langer Zeit, als das Universum noch jung war, war es sehr schwer zu sehen. Während der ersten Milliarde Jahre nach dem Urknall war der Raum zwischen den Sternen und Galaxien mit Wolken aus gekühltem Wasserstoffgas gefüllt, die alles Licht absorbierten. Wenn es also zu dieser Zeit intelligentes Leben gegeben hätte, hätten sie draußen im Weltraum nichts als Dunkelheit gesehen. Keine anderen Sterne oder Galaxien wären für sie so sichtbar gewesen wie für uns. Es wäre einfach stockfinster. Dunkel. Etwa eine Milliarde Jahre nach dem gewaltigen Urknall begannen sich die Dinge jedoch zu ändern. Das hochmoderne James-Webb-Weltraumteleskop hat nun Einblicke in die Entwicklung des frühen Universums geliefert, die lange Zeit ein Rätsel blieb. Die neuen Beobachtungen haben dazu beigetragen, genau zu bestimmen, was die Epoche der Ionisierung auslöste, die Zeit, in der das undurchsichtige Universum allmählich transparent wurde. Das ist richtig. Ohne diese Transparenz wäre der Rest des Universums vor uns verborgen, und jetzt hat Webb enthüllt, wie es dazu kam. Bevor wir uns mit der neuesten Entdeckung befassen, spulen wir noch einmal zurück. Webbs Superkraft, in die Vergangenheit zu blicken, hat einem Team von Astronomen dabei geholfen, eindeutige Beweise zu finden. Die neuesten Beobachtungen zeigen, dass frühe Galaxien möglicherweise eine Rolle bei dieser dramatischen kosmischen Entwicklung gespielt haben. Als die Forscher in die Tiefe der Ionisierung blickten, sahen sie eine sehr deutliche Veränderung. Galaxien, die aus Milliarden von Sternen bestanden, ionisierten das Gas um sie herum und wandelten es effektiv in transparentes Gas um. Die Beobachtungen deuten darauf hin, dass Weltrümmerliche um diese winzigen Galaxien kleine transparente Blasen bildeten, die immer größer wurden, schließlich miteinander verschmolzen und das gesamte Universum im Laufe der folgenden 100 Millionen Jahre transparent machten. Webb maß, dass Galaxien im Allgemeinen von transparenten Regionen mit einem Radius von etwa 2 Millionen Lichtjahren umgeben sind. Für diese Beobachtung ist die Lichtquelle ein leuchtender Quasar J0100+2802, bei dem es sich um helle galaktische Kerne handelt, die vermutlich von supermassereichen schwarzen Löchern angetrieben werden. Mit dem Licht dieses Quasars konzentrierten sich die Wissenschaftler auf 59 Galaxien. Seine riesige Taschenlampe beleuchtete das Gas zwischen dem Quasar und den Teleskopen. Das Licht bewegte sich auf dem Weg durch verschiedene Regionen kosmischen Gases, darunter undurchsichtiges oder transparentes Gas, auf uns zu. Überraschenderweise ist das schwarze Loch dieses Quasars das massereichste Bekannte im frühen Kosmos und wiegt 10 Milliarden Mal die Masse unserer Sonne. Wenn Sie viel Zeit hätten, könnten Sie auf diesem neuen Foto des James-Webb-Weltraumteleskops 45.000 Galaxien zählen. Was Sie hier sehen, ist kein zufälliger Fleck im Weltraum. Es handelt sich tatsächlich um eine sehr berühmte Region namens Great Observatories Origins Deep Survey oder GOTS. Astronomen, die die frühesten Stadien unseres Universums ausspionieren möchten, kommen hierher, um einen Blick darauf zu werfen. Aber JWST ist mit Abstand das leistungsstärkste Teleskop, das GOTS im Visier hat. Und die Ergebnisse zeigen es. Dieses aktuelle Bild von Webb bietet Astronomen einen beispiellosen, detaillierten Blick zurück in die Zeit. Und James Webb hörte hier nicht auf. JWST entdeckte außerdem etwa 700 neue Galaxien in GOTS. Darüber hinaus gehören diese noch nie gesehenen Galaxien zu den jüngsten, die jemals beobachtet wurden, und stammen aus der Zeit zwischen 370 und 650 Millionen Jahren nach dem Urknall. Insbesondere bei der Untersuchung der Lichtsignaturen dieser jungen Galaxien entdeckten Astronomen etwas, was sie nicht erwartet hatten: starke Emissionslinien. Das James-Webb-Weltraumteleskop hat möglicherweise gerade die ersten Sterne im Universum gefunden. Es ist etwas, von dem man meinen könnte, dass wir es inzwischen gesehen haben, wenn man bedenkt, wie weit Hubble jahrzehntelang in der Zeit zurückblicken konnte. Doch die Suche nach diesen Sternen war viele, viele Jahre lang und erfolglos. Wenn dies wahr ist, ist dies das Ende einer der größten Suchvorgänge in der gesamten Astrophysik aller Zeiten. Dies sind bahnbrechende Entdeckungen, auf die die Generation der Weltraumbegeisterten vor uns im Laufe ihres Lebens gehofft hätte, sie zu sehen.
Wir haben großes Glück, diese Entdeckungen miterleben zu dürfen, aber was weiß ich?